Muss ganz kurz meine Stimme, muss ganz kurz meine Stimme richten. La, do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay, alles gut, jetzt geht's los. Let's start again. Moin, ihr zwei Erster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jump World. Zusammen mit dem lieben Unge. Hallo, hier ist der Unge mit der vercrackten Stimme. Okay, befinden wir uns gerade hier in einer Umweltkatastrophe. Information, diese Jump'n'Run ist kein gewöhnliches Jump'n'Run. Es erzählt die Geschichte unserer Welt und der Veränderung derer durch uns. Wir Menschen kümmern uns gut um die Welt. Ah, aha. Hä? Achso, das hier ist quasi die, wenn die Menschheit sich gut um die Welt kümmert, dann sieht es so aus, oder wie? Ja, ich glaube schon. Okay, so sah es aus, wenn die Menschheit... Alles Och schön, nein. Schön mit Natur und so. Der Klimawandel sorgt dafür, dass Parasiten auch bei uns Bäume fallen. Und dann auf Befallen. Krankheiten eingehen. Okay. Okay, oh nein, der arme Baum. Wie geht's dir, Baum? Hey Baum, wie geht's dir? Oh nein. Oh, du armer Baum. Oh ja, ein Baum. Schleck mal in den Baum rein, ja. Hinter dir. Ich weiß. Da, wo dein Platz auch ist. Ja? Ja! Du wirst mich niemals einholen. Uiuiui. Um Treibstoff für Kettensägen zu gewinnen, wird Öl verarbeitet. Dies wird mit Schiffen zu uns gebracht. Passiert ein Unglück, entsteht eine Umweltkatastrophe. Das war wahrscheinlich gar keine Map zum Spielen. Das war wahrscheinlich eine Map für die Klassenlehrerin für so ein Projekt. Stellt euch das mal vor. Ihr habt so ein Projekt. Lest du vor? Warte. Ach, er liest einfach gar nicht vor. Jeden Tag rund, was? 356 Millionen Quadratmeter, jeden Tag werden rund 356 Millionen Quadratmeter Wald abgeholzt. Kettensägen fällen nicht nur Bäume, sondern stoßen auch noch CO2 aus. Nice. Stell dir mal vor, du könntest anstatt irgendwie ein Schulprojekt irgendwie ins Heft zu schreiben oder so eine Collage zu machen, könntest du einfach Minecraft-Level bauen. Das wäre doch mal stark, oder? Ja, und die ganze Klasse muss Level dann durchbauen, dann checken die es auch wenigstens. Ja. Wäre stark eigentlich, oder? Das sieht wirklich so aus, als wenn das irgendwie wegen irgendeiner Aufgabe oder so gemacht wurde. Denk an all die Bäume, die es gibt. Denk an die Bäume. Hey. Denk an die Bäume. So, Bäume tun nicht weh. Oh nein. Oh nein. Was passiert, die Umweltkatastrophe? Oh nein. Es ist überall Öl auf dem Meer. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht mehr gut. Als 1300 Delfine wurden nach der Katastrophe tot an die Strände geschwemmt. Lungenerkrankungen nahmen zu. Digga. Okay. Digga. Du liest gar nicht die Schilder. Natürlich, ich lese alles. Okay, was steht hier auf den Schildern, wo ich bin? Da steht, Lungenembolie. Okay, die ausgetretenen Ölmengen im Golf von Mexiko 2010 wird auf 800 Millionen Liter geschätzt. Boah, der Typ, ey, das ist doch bestimmt eine Schulaufgabe gewesen, jetzt mal ernsthaft. Aber wäre mega stark vom Lehrer, wenn er sagt, du kannst deine Schulaufgabe in Minecraft bauen. Stell dir vor, der Lehrer spielt Minecraft und der Junge hat ihm ein Level gebaut, das der Lehrer durchspielen muss. Ja, und der Lehrer hat es nicht geschafft und deswegen kriegt der Junge direkt eine 6. Aber es ist vom Schwierigkeitsgrad hier ist nicht so schwer hier. Aber es ist halt informativ sozusagen. Wahrscheinlich, weil der Junge wusste, dass der Lehrer einfach nicht gut ist. Der Junge dachte wahrscheinlich, ey Lehrer, du hast kein Skill. Aber was da für eine Arbeit wieder drin steckt hier. Ja. Boah, wie lange man sowas baut. Boah, das ist echt... Also von der Kreativität und von der Optik her, muss ich sagen, Hammer. Ich hab ja gesagt, Hammer. Das war eins der besten, was ich bisher gespielt habe, so. So vom Aussehen her, meinst du? Ja. Von der Story und so, ne? Ja, auch von der Idee einfach dahinter. Oh, kacke, jetzt muss ich Klar. Das nochmal machen. Vor allen Dingen auch dieses mit den Portalen, dass du diese vier Abschnitte halt hast und so. Ja, finde ich gut. Das habe ich auch nicht gesehen. Aber schwierig ist jetzt nicht unbedingt. Es gibt keinen Sprung, wo man sagt, oh, hart. Denk an die Kinder, da-da-di, da-da-da, hey. Das
bestimmt einen Checkpoint, den ich gesehen habe. Bestimmt. Oder? Ach geil, hier kommen dann später so Wale, die so in Knochen sind dann und so. Und Eisbären. Boah, wie geil. Du bist schon an der Antarktis. Ja. Oh, da sind wieder Schilder. Da sind 5 vor, allein in Japan. Jedes Jahr verschwinden rund 500 Milliarden Tonnen Eis an den Polkappen. Dies liegt am Klimawandel, was am Menschen. Weiter geht's nicht. Jetzt muss ich hier über diese Eisdinger springen. An die Eisdinger? Ja. Der Klimawandel macht denen stark zu schaffen. Ohne das Packeis auf dem Meer fehlt den Tieren ihre Plattform zum Jagen. Deshalb sind sie vom Aussterben bedroht. Stimmt das nicht, was er sagt? Nee, alles gelogen. Alles gelogen, ich will das nicht. 2005 wurden alleine in Japan 866 Wale getötet. Das ist krass, oder? Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Schulaufgabe, kann ich mir vorstellen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warum sollte man sonst sowas machen? Ja. Vielleicht um die ganzen Minecraft-Zocker darauf hinzuweisen. Vielleicht will der auch den Kindern was beibringen, so, weißt du? Zum Nachdenken anregen. Vielleicht ist das Gegenteil von uns. Ja. Oder uns auch was beigebracht. Oder? Ja. Achtet darauf, euren Kühlschrank zu schließen. Das habe ich jetzt gelernt. Ich habe ihn mal aufgelassen. Auch das benötigt Energie. Und Energie... Klimaerwärmung. Stoppt den Klimawandel. Okay, jetzt kommt der letzte Abschnitt, ne? Welcher? Gelb? Ah. Ach so, okay. Die Kürbisse. Also die Kürbisse, das sind ja so Kakteen. Wo ist der lang? Ach, hier einfach. Hä? Wie bist du da lang gekommen? Du musst auf den ganz hohen Kaktus über dieses Bewässerungssystem. Na toll, jetzt gewinnt er wieder. Weil... ich besser bin. Weil er die Map schon kennt, die Sau. Die Sprünge waren Zander zu schwer. Der hat den Weg nicht gefunden in der Karte. Du bist kein Ehrenmann, Alter. Du bist kein Ehrenmann. Warum bin ich kein Ehrenmann? Du bist Was kein Ehrenmann. Ich verkehrt gemacht? Du bist kein ich Ehrenmann. Die ganze Zeit die Schilder, ja? Ja, dann lest vor. Schaufelt ihr eigenes Grab, unternimmt etwas und helft der Welt. Oh, was steht hier? Ha! Unser Server. Ach, guck mal, das ist von einem Server. Sprünge. Mach ich mal auf gut. Die Sprünge hätten mal ein bisschen ausbaufähig sein können. Kevin, Junge, guck mal hier. 10 Minuten 50, Digga. Ja, gut. Ich hab ja gelesen noch. Hier unten geht's noch weiter. Ja. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, das war's von der nächsten Folge Jump World. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung aus, wenn ihr Bock habt auf einen coolen Livestream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.